Richter. Der große, starke Hauptkommissar kommt sicher gleich, um dich zu befreien. Oder Naseband, du wirst doch diese arme Frau hier nicht im Stich lassen. Erinnerst du dich an mich, Naseband? Du hast mich damals eingebuchtet. Aber ich war unschuldig. Eines der zwei kleinen Schweinchen, denen der Tahiti-Star-Stripclub gehört, hat eine Falschaussage gemacht. Und du, Trottel, hast ihm geglaubt. Das machst du jetzt wieder gut. Der große böse Wolf sagt, Naseband muss in den Tahiti-Star-Stripclub gehen und den Lügner finden. Naseband bringt ihn bis Montag 18 Uhr dazu, seine Falschaussage gegen mich zuzugeben. Wenn Naseband das nicht tut, kann er Rotkäppchen in Einzelteilen im Wald einsammeln. Ich beobachte dich. Und du hast wirklich keine Ahnung, wer der Typ ist. Kommt dir seine Stimme bekannt vor? Anscheinend hast du ihn ja mal eingebuchtet. Kerrit, ich kann mich doch nicht an jeden Irren erinnern. Was meint er damit Falschaussage? Das frage ich mich auch. Also, diesen Stripclub, den kenne ich. Aber die Betreiber kenne ich nicht und ich habe da auch noch nie ermittelt. Ja, aber wie kommt er dann darauf, dass du ihn festgenommen hast, wegen der Falschaussage von einem der Clubbesitzer? Das sollen mir einfach mal diese Jungs aus dem Club da erklären. Ich meine, irgendwas muss da doch vorgefallen sein. Ja, ich werde die Clubbesitzer mal abchecken. Ja. Ich rufe euch dann an. Ja, ruf nur Michael an. Ich muss noch mal ins Auktionshaus, in das gestern eingebrochen wurde. Ein Einbruch? Davon weiß ich ja gar nichts. Gerrit und ich, wir hatten gestern Nacht noch einen Einsatz. Auktionshaus Löwe, sagt dir bestimmt was. Ja, die haben ziemlich teure Versteigerungen. Ziemlich exklusiver Laden. Und was wurde gestohlen? Ja, nichts, war nur ein Versuch. Der Täter hat da wahllos an den Stromkabeln rumgeschnitten und dann ist die Alarmanlage angesprungen und er ist abgehauen. Zeugen? Nee, aber die Spurensicherung hat am Stromkasten Fingerabdrücke gefunden. Ja, und jetzt muss ich da nochmal hin und alle Mitarbeiter befragen. Servus. Auf Wiedersehen. Viel Spaß. Noch zwei Tage? Das gibt's doch gar nicht. Sorry, aber vor morgen Abend krieg ich das nicht hin. Sie waren doch schon gestern hier. Haben Sie da nur Kaffeekänzchen gemacht? Meine Assistentin meinte, Sie wären vom Fach. Und jetzt erzählen Sie mir, dass Sie noch zwei Tage brauchen. Ah, Herr Kommissar. Ich hoffe, Frau Dupont hat Sie bei Ihren Befragungen in gegebenem Maße unterstützt. Ja, Sie waren meine große Hilfe, danke. Ausgezeichnet. Dann sind wir fertig. Bis auf eine Aussage eines Ihrer Mitarbeiter. Da ist er, Christian Baus. Ah, ja. Okay. Ja, danke. Schönen guten Tag. Gras von der Kriminalpolizei. Sie wissen, dass wir alle Mitarbeiter befragen. Klar, ich nehme an, wegen dem Einbruch, oder? Ganz genau. Und deshalb würde ich gerne von Ihnen wissen, wo Sie gestern zur Tatzeit, so gegen 23 Uhr bis Mitternacht waren. Ja, heute musste ich früh anfangen und deswegen bin ich gestern schon um 11 ins Bett gegangen. Verstehe. Kann das irgendjemand bezeugen? Nein, ich lebe allein. Okay. Warum ist Ihr Kollege eigentlich nicht wieder mitgekommen? Der hat was anderes zu tun. Tag. Kripo, Naseband, mein Kollege Ritter. Kripo? Ja. So den Clubbetreiber, Frank Neumann. Ah, das ist mein Partner. Einen Moment. Hey Frank, da sind zwei Bullen, die wollen dich sprechen. Hallo, das geht doch auch ein bisschen netter, oder? Sorry. Guten Tag. Die Kriminalpolizei. Können wir irgendwo in Ruhe reden? Wir gehen nach hinten. Meine Herren, ich kann Ihnen versichern, dass dieser Laden zu 100% sauber ist. Das wissen wir. Das haben wir überprüft. Und deswegen sind wir auch gar nicht hier. Sondern? Wir ermitteln in einem Entführungsfall. Der Täter behauptet, dass er wegen einer Falschaussage hinter Gitter gekommen wäre.
Ja, und was habe ich damit zu tun? Er sagt, dass einer der beiden Betreiber dieses Clubs falsch gegen ihn ausgesagt hat. Na, Ihr Partner hat noch nie vor Gericht ausgesagt. Im Gegensatz zu Ihnen. Das haben wir ermittelt. Ja, es gab vor 2 Jahren hier im Laden eine Rangelei zwischen einem Haufen Kerle. Am Ende hat einer einen Butterfly gezogen und den anderen abgestochen. Und Sie haben ganz genau gesehen, wer zugestochen hat? Klar, ich wollte eingreifen. Deswegen habe ich alles genau mitbekommen. Und genau so war meine Aussage bei der Polizei. Was ist denn da draußen los? Ja, was heißt das? Hey, ich hab genug gezahlt. Hier, so ein Saftladen. Rechts, geh wieder auf den Tisch. Hey, Ruhe jetzt und hinsetzen, okay? Hey, wer bist denn du? Pfadfinder vom Dienst oder was? Gib dir gleich Pfadfinder, mein Freund. Ruhe, ich hab genug gezahlt. Ich will lange Titten sehen. Freund, pass auf. Du tust, was mein Kollege dir gesagt hat, oder du fährst mit. Verstanden? Ach, der große, starke Kommissar. Und jetzt soll ich mich fürchten, oder was? Der große, starke Hauptkommissar kommt sicher gleich, um dich zu befreien. Der große, starke Kommissar? Du fährst mit, Freund. Komm, auf geht's! Hey, komm, hey, auf geht's! Hey, komm. Moment, hier, komm. Hey! Der Typ war's wirklich nicht. Der ist erst seit gestern wieder in der Stadt und vorher war er nachweislich im Urlaub. Ja, aber er hat doch die gleiche Formulierung verwendet wie der Typ auf dem Video. Tja, aber er kann's doch nicht gewesen sein. Der Entführer behauptet doch, ich hätte ihn in den Knast gebracht. Und der Typ ist völlig unbescholten. Hoffentlich ist der Frau nichts passiert. Leute, das Ultimatum ist seit 18 Uhr gestern Abend abgelaufen. Ja, was hätten wir denn machen sollen? Michael hat recht. Der Typ, gegen den der Clubbetreiber ausgesagt hat, wegen der Messerstecherei, ist zu 11 Jahren Haft verurteilt worden. Und im Februar hat er sich in der JVA das Leben genommen. Ja, und Angehörige, die sich hätten rächen können, hat er auch nicht. Also entweder die Typen aus dem Club verschweigen uns irgendwas oder der Entführer. Was ist? Der Entführer hat mir eine E-Mail geschickt. Was? Ja, das ist ein Videolink. Wieso befolgst du meine Anweisungen nicht, Naseband? Du hättest einfach nur eine Falschaussage nachweisen sollen. Aber jetzt muss ich die Sache selbst in die Hand nehmen. Du weißt doch sicher, was der Wolf mit den Schweinchen macht, Naseband. Na? Richtig. Er hustet einfach ihr Haus weg. Und genau das wird diese Bombe hier erledigen. Kaboom! Um 3 gehen die Lichter aus im Schweinchenbau. Das ist schön, nicht wahr, Rotkäppchen? Sag Tschüss zu dem kleinen Schweinchen und dem Kommissar. Das gibt's doch gar nicht. Der weiß ganz genau, was in dem Stripclub passiert ist. Aber uns hat doch da keiner beobachtet. Es kann ihm doch nicht darum gehen, seine Unschuld zu beweisen. Leute, es muss irgendwas Persönliches sein. Ich verstehe das mit dem Märchen nicht. Mal ist es Rotkäppchen, mal die 3 kleinen Schweinchen. Was soll denn das? Ja, und dann zieht er auch noch eine unschuldige Frau als Geißel damit hinein. Hoffentlich ist ja nichts passiert. Leute, es ist 2:30. Also pass auf, Alex. Du informierst das Bombenkommando und die Leute in dem Club. Ja, und wir fahren direkt dorthin. Also bis später. Ja, was machen Sie denn noch hier? Sie sind doch informiert worden. Ja, ich hab gedacht, das wäre reine Schikane. Das ist es nicht. Und jetzt raus hier, los. Ja, mein Partner ist auch noch hier. Irgendwo da hinten. Wie blöd kann man denn sein? Ich suche ihn. Los, raus mit Ihnen. Sofort. Dann wird's bald. Ja. Passt auf, Leute. Wir suchen einen Sprengsatz, so groß wie eine Schuhschachtel. Das Ding muss hier irgendwo sein. Wir haben wenig Zeit. Los. Herr Stark? Herr Stark, wo sind Sie? Sie müssen sofort das Gebäude verlassen. Herr Stark! Und? Halb bis jetzt noch nichts. Hier, ich hab was. Okay, alle anderen raus hier. Was ein Mist. Michael für Gerrit. Wir haben den Sprengsatz gefunden. Lass da den Typen. Gerrit, ich finde den nicht. Michael, das Ding geht gleich hoch, du musst raus hier. Ja, verstanden. Herr Stark, wieso stecken Sie denn? Meine Güte, was brüllen Sie denn da so? Sie müssen hier sofort raus. Hier ist eine Bombe, die geht gleich hoch, also flott. Bombe, echt? Komm. Alle raus! Und was mit meinem Kollegen? Los, raus jetzt!